Hey Leute, ich habe Angst vor dem neuen Lehrer, deshalb schwänze ich vielleicht. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, mal gucken. Ich auch nicht. Wo ist der Klassenraum der 5a? Wer sind Sie denn? Der neue Hausmeister oder was? Guten Morgen, ich heiße Herr Müller und ich bin euer neuer Lehrer. Guten Morgen! Ich möchte mit euch morgen einen Projekttag machen. Voll cool! Krasse Tür! Krasse Tür! Ja, krasse Tür, ey! Wie fandet ihr Herr Müller? Lasst uns ein Selfie machen. Ist ja gar nicht so streng. Oh, cool. Ja, ja, ja! Voll cool, der Mann. Krasser Typ. Weil ich habe da viele Freunde. Ich habe da nette Lehrer, aber auch doofe Lehrer. Ich kann da viel lernen. Ich kann bis zur 10. Klasse, sag ich mal so, einen Beruf erlernen. Und ja. Dass man Rücksicht ist, dass man ein Kind nicht, dass man ein Kind eben nicht so, wenn man neben ihm vorbeikommt, so haut oder so. Oder dass man auf seinem Arbeitsblatt, wenn einer dagegen kommt, dass er nicht mit seinem Ellbogen das auf den Tisch kommt, dass alles runterfällt. Okay. Also in der Schule ist mir wichtig, dass keiner gemobbt wird, dass sie nicht gepisst werden, nicht verprügelt, nicht gehauen und sonst noch für Sachen, ja, und halt, dass Leute nicht zu spät zum Unterricht kommen, weil das ist voll beknackt, es geht voll auf die unverrichtete Zeit. Ja, ich bin dann. Also Mobbing ist gemein. Und ihr solltet das auch niemals nachmachen oder mit Freunden. Und also Schule ist mir wichtig, weil ich möchte später ja, wenn ich älter bin, kein Hartz IV beantragen müssen. Und selbst wenn, das würde ich dann noch nicht mal hinkriegen, wenn ich nicht in die Schule gehen würde. Und Schule ist mir auch wichtig, weil ich möchte ja meinen Kindern später auch was absehen können. Das ist für mich wichtig, weil ich lernen will und ich möchte auch einen Beruf machen. Ich mag halt die Schule.